Und hier sehen wir die neue Fahrzeugflotte für das Rhein-Ruhr-Gebiet. Der Rhein-Ruhr-Express von Abellio. Baureihe 462, der erste Zug. Die ist die EHC, was auch immer das heißt. Und die haben interessante Fenster oder so. Hier sieht man noch, ist recht viel messtechnisch abgepappt. Und ach du Schweine. Was sind denn das hier für Fenster? Das ist, als ob man so ein Kippfenster ganz alleine eingebaut hätte. Nur hier die neue Technologie, wenn man so nennen kann. Dosto und einstöckig zusammen. Da fährt ein Güterzug los und hier noch der zweite Mittelwaggon und noch mehr festgepappte Messeinrichtungskabel und so weiter. Ja, da auch. Lange wird es nicht mehr dauern, bis er losfährt, weil Bremsprobe ist gerade am gemacht werden. Zuerst dachte ich mir, warum liegt hier Schnee? Aber das ist wohl irgendwie Kalisalz, was da ein Güterzug verloren hat, wie mir gerade eben noch gesagt wurde.